Meine Haare werden jetzt braun. Es funktioniert. Die waren jetzt lang genug blond. Und heute ist es soweit. I'm gonna be a brownie again. Seid ihr bereit? Ich bin es nämlich nicht. Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem Video. Heute wird es sehr, sehr spannend, denn meine blonden Haare werden heute braun. Mein Name ist Vanessa und ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Tut mir aber bitte einen Gefallen. Seid nicht zu streng mit mir. Das ist mein allererstes YouTube-Video und ich habe noch keinen Plan von dem, was ich mache oder machen werde. Aber ihr könnt ja schon mal die Glocke abonnieren, meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr zukünftig keine Videos verpasst. Und legen wir los. Kurze Story zu meinen Haaren. Meine Haare sind nicht von Natur aus blond. Surprise. Meine Haare sind eigentlich braun, so wie ihr es an meinem wunderschönen Ansatz, der eigentlich gefärbt werden muss, erkennen könnt. Sieht man diesen Ansatz? Ja, ich will ihn nicht mehr sehen. Meine Mutter hat, wie soll ich sagen, mit meinen Haaren, bis ich in die Pubertät gekommen bin, experimentiert. Ich hatte immer entweder einen Topfschnitt oder einen Fokuhila. Danke, Mama. Und einmal hat sie mir sogar fast mein Ohr abgeschnitten, aber das ist eine Storytime für ein anderes Mal. Sie hat natürlich ihr Bestes gegeben. Vor circa 2 Jahren kam mir das erste Mal der Gedanke, meine Haare komplett von braunbraun auf dieses Blond zu färben. Seitdem ich diesen Gedanken das erste Mal ernsthaft hatte, habe ich meine Bilder immer wieder bearbeitet und habe meine Haare eben blond bearbeitet und es hat mir so gefallen. Es hat mir so sehr gefallen, dass ich mich dann letzten Sommer dazu entschieden habe, anzufangen, meine Haare zu färben. Ich hatte noch nie meine Haare gefärbt gehabt. Nichts. Als wir letzten Sommer in Rumänien waren, waren wir beim Salon, wo sie sich immer die Haare blond färbt. Dort wollte ich dann eben nicht direkt meine Haare ganz blond färben, sondern ich wollte blonde Strähnen oder im Balayage. Ich habe der Friseurin ein Bild gezeigt. Ich habe sie gefragt, liebe Frau, schaffst du das mit meinen Haaren? Meine Haare sind mir sehr wichtig. Ich habe sie das 5-mal gefragt. Ich habe ihr in die Augen geschaut. Liebe Frau, bitte sag mir, ob du das hinkriegst. Ich bin nicht böse auf dich, wenn du es nicht schaffst. Bitte sag's mir nur ehrlich. Die liebe Friseurin meinte, ja, ja, schafft sie, kein Problem. Sie macht das gern für mich. Schaut bitte mal, wie lang meine Haare sind. Sie hat meine Haare ganz allein gefärbt. Auf jeden Fall, nachdem ich sie 5-mal gefragt habe, ob sie das hinkriegt und sie mir 5-mal garantiert hat, dass sie das hinkriegt, haben wir angefangen, meine Haare zu färben und... Wenn ich an diese Situation zurückdenke, ich könnte schreien. Leute, ich bin dort gesessen und ich habe meine Tränen zurückgehalten. Ich habe mich die ganze Zeit im Spiegel gesehen und sie meinte die ganze Zeit zu mir, oh mein Gott, du bist jetzt blond. Du bist eine Blondine. Du bist jetzt eine von uns, weil sie war auch eine Blondine. Und ich hatte einfach komplett braune Haare. Meine Haare haben ausgesehen wie vorher, nicht mal ein bisschen heller. Außer, dass ich diese Balken in meinen Haaren hatte. Nachdem ich dort rausgegangen bin, habe ich geheult wie ein kleines Kind. Denn ich war die Woche drauf auf eine Filmpremiere eingeladen, wo Schauspieler aus Amerika extra nach Berlin gekommen sind und ich die mit meinen Augen gesehen habe. Und ich war auf dem roten Teppich. Im Endeffekt war es so, dass die Friseurin dann, nachdem meine Mutter ihr gesagt hat, dass ich unzufrieden mit meinen Haaren bin, weil ich hätte das nie gemacht. Ich wollte gar nicht, dass sie weiß, dass ich unzufrieden bin. Ich wollte sie nicht traurig machen, aber man sollte es immer grundsätzlich sagen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat die Friseurin dann geheult, als sie gehört hat, dass ich unzufrieden bin. In Österreich habe ich dann Gott sei Dank kurzfristig eine Friseurin gefunden, die mir ganz kurzfristig meine Haare ausbessern konnte. Ich hatte circa 6 Monate dieses Balayage und es ist sehr schön rausgewachsen. Ich war sehr zufrieden, aber dann kam der Impuls. Im Januar 2023 wollte ich meine Haare komplett blond färben. Alles schön und gut. Ich habe sogar einmal schon meinen Ansatz nachgefärbt. Was ich aber in diesen 4 Monaten Blondsein herausgefunden habe, ist, dass Blondsein extrem anstrengend ist. Du brauchst so viele Produkte. Du musst so auf deine Haare aufpassen und deine Haare fallen extrem aus und brechen ab. Und weil ich auf TikTok und auf Instagram so viele Kommentare zu meinen Haaren bekommen habe, dass sie doch braun besser aussehen und dass sie davor besser ausgesehen haben, färbe ich sie heute wieder braun. Ohne Haarfarbe. Weil ich muss sagen, ich habe mich schon sehr in dieses Blond verliebt. Und morgen habe ich sowieso einen Friseurtermin. Also wenn ich das heute verkacke, kann die Friseurin das wenigstens direkt ausbessern. An dieser Stelle habe ich eine Frage an euch. Wie viel Trinkgeld gibt ihr immer beim Friseur? Was ich so mitbekommen habe, das ist voll Unterschied. Manche geben ein paar Cent, manche geben 20 Euro. Aber weil ich mein Blond über alles liebe und nicht wieder komplett braune Haare haben möchte, färbe ich meine Haare braun nur für diesen Tag. Mit diesem braunen Spray, das soll nur bis zur nächsten Haarwasche halten und wenn nicht, dann haben wir ein dickes Problem. Und weil ich dieses grüne Top nicht versauen will, ziehe ich mich schnell um.
So Leute, ich bin jetzt zurück und wir machen jetzt weiter. Ich habe mir dieses T-Shirt hier angezogen und kurze Hose. Können wir kurz darüber reden, dass ich meine Couch überdeckt habe, weil ich Angst habe, dass ich die... Reden wir nicht darüber. Ich liebe diese Couch und ich will nicht, dass da was passiert. Vielleicht färbe ich mir ja nach diesem Video die Haare wieder braun. I'm so excited, nothing I like it. Ich nehme natürlich zuerst die vordere Partie, denn ich weiß nicht, ob mir die 2 Flaschen reichen. Und ansonsten vorne Business, hinten Body. Ich mache einfach drauf los. Es funktioniert. Ich hoffe so sehr, dass das wieder rausgeht. Oh mein Gott, ist das cool. Hi. Schaut, wie dunkel. Wie mache ich jetzt, dass das gleichmäßig aussieht? Das sieht halt so echt aus. Ich hoffe so sehr, dass das wieder rausgeht. Ich mache mal die Seite fertig. Die erste Dose ist leer und die erste Seite ist... fleckig. Und hier könnte man es halt wirklich glauben, oder? Damn. Ich glaube, ich lasse die genauso und ich finde, es sieht jetzt schon schrecklich aus. Oh mein Gott. Na toll. Okay, sie ist fast leer und meine Haare sind komplett braun. Seid ihr bereit für das endgültige Ergebnis? Ich bin gerade richtig confused. Schreibt jetzt unbedingt in die Kommentare, ob ihr Team Blond oder Team Braun seid. Weil irgendwie ist das nicht hässlich. Also natürlich, wenn das jetzt alles gleichmäßig wäre. Aber ich gehe das jetzt direkt auswaschen, weil ich habe Angst, dass sich das jetzt in mein Blond so festigt. Also gehen wir duschen. So, wir waschen jetzt meine Haare. Let's go! Ich wasche jetzt meine Haare aus, zumindest probiere ich es. Es kommt einfach nichts raus. Es ist fast gar nichts rausgekommen. Zweite Runde Shampoo. Ich hoffe, das geht raus. Waschgang Nummer 3. Ich habe meine Haare jetzt 10-mal gewaschen. Ich glaube, sie sind noch immer braun. So, ich bin jetzt mit dem Duschen fertig. Ich habe locker 15 bis 20 Mal meine Haare einschamponiert, weil das einfach nicht rausgegangen ist. Aber jetzt sollte es draußen sein. Ich föhne meine Haare und zeig's euch dann. Und... ja. So sehen meine Haare aus nach 15 Mal Waschen. Ziemlich strapaziert. Aber Gott sei Dank war ich in guten Händen. Die Friseurin hat meine Haare wieder schön und fresh gemacht. Ich war zwar kurz weiß, aber das vergessen wir schnell. Und schaut euch dieses schöne Ergebnis an. Oh mein Gott. Ich liebe die Farbe und ich will auch blond bleiben. Aber kommentiert unbedingt, was ich für euch testen muss. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.